Okay, die Kiste haben wir. Jetzt geht's nach oben in den blauen Kampfkreis. Ich hab's noch nicht raus, wie ich die Farben zu deuten habe. Ob die blaue Farbe heißt, da bin ich richtig. Ihr Lieblingsessen. Besiege sie, bevor Bergleute verletzt werden. Okay. Ich wollte nicht sagen, achtet darauf, was sie machen. Ich wollte eigentlich draufhauen. Wow. Das Vieh teilt gut aus. Meine Fresse. Wie wär's, wenn du nur auf einen bleibst? Hör auf, den anzuvisieren. Ich hasse das Anvisieren mit dem Beweg-Dich-Stick. Das ist so nervig, ey. Hallo, jetzt warte mal. Alter. Das ist so scheiße mit dem Schild. Das gefällt mir überhaupt nicht. Alter. Ja, lass mich mal in Ruhe. Jetzt geht's wieder los, dass sie alle auf einmal ankommen. Das finde ich ein bisschen nervig. Meine Fresse, Alter! Arglos natürlich. Okay, haben wir gerade mal zur Hälfte down. Ja, okay. Das haben wir auch. Die haben wir auch wieder zurück. Ah, das ist fies aber auch. Hart, ey. Das geht ja wieder aufeinander. Oh. Kann es sein, dass er da besonders empfindlich ist? Ja, wir kriegen den schon down. Er ist nur Level 17. Ich hätte es auf Sinon abgesehen, das gefällt mir nicht. Lass Sinon in Ruhe. Ja. Warte mal, ich mache gar keinen Schaden mehr da drauf. Du bist Drecksvieh. Ah, toll, verkackt. Oh. Okay, wir müssen also den Schwanz angreifen. Er hat Schwanz gesagt. So, meine Fresse, ey. Bis ich das mal gemerkt habe, war schon fast zu spät, ne? Antigiftkristall? Super, ich habe einen Gegenstand. Gegengiftkristall, hey. Da mal gleich zurück zu diesem Ort mit dem vielen Gift. Jawollo. Das lief doch mal suppidu. Bevor wir zurückgehen, das einsammeln und mal gucken, was es hier noch gibt. Vielleicht krepieren wir aber, wenn wir besiegt werden. Aber. Ja, guck mal, wer da ist. Guck mal. Huch. Okay, ja, die spawnen ruhig. Jetzt wären Pfeil und Bogen ganz praktisch. Alter, ja Mann! Nimmt sie auseinander! Blöd, Mann! Yeah! Läuft! Level up! Voll geil! Kontrollarm! Ein gutes Armband, da muss ich aber mal kurz, ne? Guck dir das an. Abwehr ein bisschen runter, aber Angriff hoch, das andere hoch, das hoch. Ja, nehmen wir doch mal gerne. Nimm mich dankend an. Asta, du bist einfach feurig. Nee.
Schwanz. Nein, sag bloß, er hat einen Schwanz. Du bist so angst und Sinon ist wie immer cool. Okay, komm. Das machen wir noch schnell. Na komm. Na komm, Daumen nach oben. Gib einen Daumen nach oben für die Folge. Mal gucken, ob wir den klein kriegen. Ah, jetzt macht er wieder seine super Pose. Wir müssen aber auch den Schwanz angreifen. Nur so kriegen wir den kaputt, merke ich gerade. Die haben eine eigene Lebensanzeige, ernsthaft? Also mein Schwanz hat auch eine eigene Lebensanzeige, aber das ist schon ein bisschen interessant. Ein Doppelsprung wäre ganz praktisch. Ja genau, konzentriere auf mich. Hallo, auf mich habe ich gesagt. Arschclown. Ja, wir machen jetzt mal gar nichts. Kann ich auch mitleben. Wir kriegen den schon down. Wir kriegen den Schwanz schon kaputt. Keine Angst. Keine Angst, du komischer Schwanz. Okay. Und jetzt aber hochheilen. Ja. Genau, hey, lenkt das Vieh mal kurz ab, dann kann ich die anderen Beine hochheilen. Wieder ins Leben rufen, besser gesagt. Sei smart wie Asna. Asna ist gefallen, oh nein! Wir müssen sie gleich wieder, ihr gleich wieder aufhelfen. Ja, komm. Ja, komm. Okay, war wohl nix. Das ist ein blödes Kackvieh. Warte, lass mich mal kurz in Ruhe. Alter! Meine Fresse, ey! Ah, verpiss dich! Nicht gut. Boah, das ist gar nicht mal so übel. Okay, ja. Man kann schon mal mit seinem Pimmel nicht mehr angreifen. Los jetzt, greift ihn an. Tötet ihn. Ah, sein Schwanz hat wieder Lebenskraft. Das ist ganz toll. Auf ihn, auf ihn. Jetzt gibt's aber hier richtig Mische, ey. Du meinst, dass du das was bringt? Komm schon. Auf ihn, auf ihn. Jetzt machen wir ihn erstmal kaputt, komm. Oh, jetzt ist das wieder alles weg. Oh Mann, ey. Dabei waren wir gerade so gut dabei mit ordentlich draufknüppeln. Bats, Bats. Ah, wieder ist weg. Aber egal. Wir schaffen das, wir schaffen das. Argo ist nämlich stur. Und Sinon ist tot. Das ist schon mal sehr viel wert. Und smart ist Argo auch. Au. So, er ist betäubt. Jetzt kann ich einfach draufhauen. Nein, 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 nein. Mach du mal ruhig. Kann ich mich mal kurz hochhalten. Nein, pfui. Genau, mach du mal. Nein, 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 nicht angreifen, nicht angreifen. Alter. Das ist ein Scheißvieh, ey. Das hat er alle besiegt. Halleluja. Na komm. Was willst du machen, ne? Was willst du machen, ne?
Na komm, ich bin bereit. Wow, wie lange das hält. Ich bin begeistert. Ich bin schwer begeistert, wie lange das anhält. Das ist ja der Obershit. Mann! Pissbacke. Na komm. Ja, gerne. Alter. Wir müssen erstmal Abstand gewinnen. Das ist echt nervig. Ich lenke ihn ein bisschen ab, halt euch mal ein bisschen hoch. Wah! Da kann ich euch noch ein paar Daumen verteilen. Oi, oi, oi. Na komm, greif an. Mach was Dummes. Komm schon, oh Alter. Komm schon, Skorgro. Mann. Jawohl, jetzt aber! Nervig, der Gute. Einfach nervig. Jawohl! Boah, Alter! Sah jetzt aber ganz kurz nicht so gut aus für uns, aber geschafft. Wow, war ein bisschen angespannt. Hagakure! Ja, was auch. Boah, Alter! Alter Vater. Komm schon, ich möchte auch eben zwei Dinge hier verteilen. Einmal. Und du kriegst noch ein Sorgend von mir spendiert. Wir haben Level 19 erreicht übrigens. Meine Glückszahl. 19 ist meine Glückszahl. Freue mich ein bisschen. So. Halt. Halt. So. Das wollte ich machen. Dann gehen wir jetzt einmal kurz auf die Karte zurück. Und zappen uns einfach ins nächste Gebiet. Ich bin so froh, dass ich das endlich geschnallt habe, dass es funktioniert. Das glaubst du aber. Ladebildschirm, da kann ich kurz was trinken. Wenn man ein Stück aufnimmt, hat man keine Folgen, zwischen denen man was süffeln kann. Was sind jetzt schon wieder? Also muss ich das immer mittendrin machen. Asna, der Kampf war knapp. Ja. Dann haben wir nur wegen dir, wieder einmal. Nur wegen dir! Und stärker als gedacht. Hab keinen Plan, was ich ohne dich gemacht hätte. Sieg ist dein Verdienst. Glückwunsch nochmal. Okay. Offscreen werde ich immer diese Glückwunsch und ah, diesmal schaffen wir es Nachrichten löschen, weil das finde ich doch ein bisschen nervig. Auf lange Sicht. Und es ist unübersichtlich. Also es ist viel übersichtlicher, wenn wir die immer weg haben. Und das werde ich jetzt demnächst immer machen, so zwischen den Aufnahmen, sag ich mal, ne? Okay. Dann schleiche ich mich mal an allen möglichen Viechern hier vorbei. Hab immer noch die grünen Tiefen. Ich könnte es auch jetzt eigentlich rausschneiden, ne? Ich mache mal einen kurzen Schnitt. So, da sind wir jetzt auch wieder. Ich werde den Kristall benutzen. Yeah! Okay, jetzt sollten wir durchgehen können. Ja, weil der komische Nebel weg. Abgeschlossen. Yay! Yeah! Auf geht's in ein neues Gebiet.
Also erstmal wieder dungeonmäßig, ein bisschen rumkraxeln. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Musik hier unten toll finde? Falscher Knopf. Wir laufen straight durch, würde ich mal sagen. Die sind es nicht wert, bekämpft zu werden. Und wir müssen immer noch den Unsterblichen töten. Also endgültig töten. Das hat auch hohe Priorität. Die mit ihren Level 13, 14, 15, die sind es echt nicht wert, dass wir gegen die kämpfen. Das bringt uns kaum Erfahrungspopel. Da können wir lieber auf den einen Friedhof der Kuschelknochen gehen. Dort können wir schon ordentlich leveln. Pass auf, es kommt gleich so ein Riesenmoppel, der uns einfach instant umklatscht. Wäre voll gemein. Grabesschädel. Komm, ich mach mal den hier. So. Sind wir durch. Im Kopf sind wir durch. Ladebildschirm, wir lebt und lebt. Und lädt. Danke. Valkyrien, Waldland. Falscher. Mann, ich lerne es nie, ey. Okay, wir müssen nach unten, also gehen wir erst nach oben. Und hier ist wieder Endstation. Hier gibt es wieder nichts weiteres Neues. Interessant. Außer hier Dingens, ne? Ja. Da wollen wir aber auch nicht durch. Wir wollen erstmal. Was ist hier? Wir haben direkt vor uns eine Kiste. Ja, die habe ich völlig übersehen, weil sie 5 Meter von uns entfernt ist. Aber die nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir auch mit, auch wenn es nicht, wer weiß, wie pralle ist. Guck mal, ein bisschen Baumrinde. Pflanzenast. Naja, okay. Ist fast dasselbe, nur als Ast und nicht als Rinde. Da hinten ist ein fettes... Was ist das denn? Ach so, die Büffel. Hier haben wir... Dann war Büffel-Action. Und zack, zack. Oh, einfach mal draufhauen. Ach, das sieht immer feurig, sorgend und cool. Da oben geht's zur nächsten Kiste. Möchte ich gerne haben. Weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie lootgeil. Ah ja, und Argo ist sorgend. Sie sorgt sich um unsere Informationen. Finde ich nett. Finde ich voll nett, ey. Kiste, 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 Kiste. Wir müssen noch nicht mal kämpfen, um die aufzumachen. Das finde ich toll. Jetzt können wir einfach durchlaufen. Sammeln. Ja, Gitterrüstung, ganz toll. Schneller sammeln. Die blaue Kiste nehmen wir auch mit. Wird's was bringen, die kaputt zu schlagen? Ich teste mal kurz. Sag mal, 749. Erfahrungspopel. Wow, 10 Erfahrungspunkte, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich verzichte freiwillig. Aber nur mit Prilkraft gehe. Okay. Ich find's schön, dass es dunkel ist. Wir haben Sternenhimmel, ein bisschen Morgellumpe. Es ist schon, es ist eine schöne, schöne Gegend hier, finde ich. Immer wieder mal ein bisschen durch Matsche laufen. Dämonenhorn. Ist man es schon wieder abgefallen? Ich muss es unbedingt mal festkleben. Ich bin ja ein Dämon. Dämonenhorn. Beide sind abgefallen. Oh nein! Okay, ich habe das Gefühl, hier müssen wir kämpfen. Los, tötet es! Bevor es Pollen sprüht. Yay! Nur um es klarzustellen, Leute, wir werden uns hier die Lootkiste abstauben. Zack. Zack. Meins. Die anderen haben mitgeholfen, aber es ist trotzdem meins. Wiederherstellen. Oh, nice. Das gefällt mir. Oh, warte mal. Eben noch ein Like verteilen. Ah, oh, gefällt mir. Jetzt machen wir es mal ganz tricky. Richtig, richtig tricky. Wir sparen uns das Gelaufe und machen einfach den hier. Hey. Läuft. Doch, wie geschmiert. So können wir sofort nach unten durchlaufen. Das mache ich jetzt immer, wenn ich die Möglichkeit habe. So sparen wir Zeit. Ah, guck mal, Bäumchen. Bäumchen raschel einmal.
Weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, dass da ein monströses, heiliger Trend auf uns wartet. Was bist du denn? Was ist denn bitte drin? Ah, wir haben das Schwert schon gezückt. Komm schon, tötet es mit mir zusammen! Meine kleinen Mädels. Oh, das ist Anbeterinnen am Arsch. Die können uns anbeten. Ah, das ist der mit dem Dreck an sich. Na, ob wir den kaputt kriegen, habe ich so meine Zweifel. Aber man muss es ja mal versuchen, ne? Wenn er einen riesen Radius hat, dann habe ich ein Problem. Außer er greift nur nach vorne, das ist okay. Asna, pass auf. Ah, toll. Wir machen mal Folgendes. Ah, ich bin tot, natürlich. Ach, fick dich doch, ey. Ja, den lassen wir lieber in Ruhe. Der macht so viel Damage. Bla. Bla, bla, ich hab's schon verstanden. Bäh. So, ich möchte gerne noch bis zum nächsten Kontrollpunkt kommen, also bis zum nächsten Ziel. Ja, ja, jetzt geht das wieder los. Ja, das ist beim nächsten Mal. Was? Also nur Argo. Bla, das war uns zwar heftig. Lass dich nicht runterziehen. Nächstes Mal machen wir es platt. Ja, ich hab da so ein bisschen Zweifel, aber hey. Danke, dass du mir Mut machen willst. So, wir gehen nochmal dahin. Nochmal dahin. Nach Gabin. Und dann sollten wir, glaube ich, die Möglichkeit finden, wie wir diesen Unsterblichen töten können. Und dann werde ich aber auch die Aufnahme beenden. Ja, lad mal ein bisschen schneller. Danke. Baum ignorieren. Baum zu stark. Die Macht der Natur hat uns gefistet. Geringfügig. Da ist er auch, der fette Klumpen. Der alte Klumpozyt. Aber wir müssen da längs. Na, Dicker, dich werde ich noch irgendwann fällen. So im Laufe des Let's Plays werde ich aus dir Kleinholz machen. Die Kiste da hinten lassen wir mal in Ruhe. Wir gehen jetzt einfach straight zum, ja, Zielort, ne? Pflanzenrinde. Aber das hier, das kann ich mir nicht verkneifen. Komm schon. Bats, 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 Bats! Es muss einfach sein. Es tut mir überhaupt nicht leid. Das ist wie auf dem Präsentierteller. Skillverbündet. Ja. Dieses Skillverbündet, ich krieg das einfach nicht auf die Reihe, deswegen lass es einfach ganz bleiben. So, die haben wir erledigt. Yay, Freude. Du bist sorgend. Du bist auch sorgend? Warum sorgst du dich? Ist doch alles gut. Alles tutti frutti. Das ist Lolo. Yeah. Alle sind sie sorgen? Warum sorgen sie sich alle? Ist doch alles in Ordnung. Alles in bester. In bester Ordnung. In bester. Besser.